Wie ist es bei euch zu Hause? Hast du Tiere, um die sich sehr extrem gekümmert werden muss, also die auch so gebürstet werden müssen und wo man dann die Nägel vielleicht schneiden muss? Bei Kaninchen hat man das oft und so. Oder sind deine Tiere pflegeleicht, so wie Katzen und sozusagen selbstreinigend? Kannst du mir mal in die Kommentare schreiben, ob du deine Tiere auch baden und kämmen und so musst oder eher nicht? Ihr großen und kleinen Träumer da draußen. Mein Name ist Damakasch und ich freue mich so sehr, dass du einschaltest zu einer neuen Folge von Ostwind. Und ich kann jetzt hier entscheiden, ob ich mit Sam spreche oder zu meiner Oma gehe. Und weil ich ja gerade erst angekommen bin, würde ich sagen, sage ich erstmal meiner Oma guten Tag. Mika, sei so gut und bring diesen Korb mit Essen zu Herrn Kahn. Eigentlich macht Sam das immer, aber er ist mal wieder nicht zu finden. Na, dann mache ich das doch. Ist gut, Oma. Ich nehme Ostwind mit. Der braucht ein bisschen Bewegung. Allerdings. Mach das. Ich bin ja immer noch der Meinung, dass sein Talent verschwendet wird. Glücklich wird er dabei aber auch nicht werden. Aber erfolgreich. Egal, du solltest dich beeilen, Mika. Mach ich. Sonst ist Herr Kahn vielleicht nicht mehr da. Bin schon weg, Oma. Ich beeile mich. Auf geht's. Also, Rotkäppchen. Auf geht's. Okay. Ah, ich habe nicht so viel Zeit. Ah, das macht so einen Spaß, oder? Das sieht so toll aus, schau. Das ist so schön gemacht. Ich hoffe, dass mit meiner Aufnahme jetzt alles klappt. Ich habe jetzt mal mein Aufnahmesetting nochmal angepasst. Ne? Ich bin ja immer noch so auf der Suche nach dem perfekten... Weiter so, Ostwind. Und ich hoffe, die Aufnahme geht jetzt gut. Ich hoffe es einfach so sehr. Aber ich glaube schon, es sieht alles gut aus. Oh, wo ich hinreite, wächst kein Gras mehr, Ostwind. Aber das kennt Ostwind ja schon von mir. Entschuldigung, Ostwind. Na, das war so auch nicht der Plan, du, ich sag's dir. Aber ich hab ja genug Zeit. Das sollte ich doch leicht schaffen, oder? So. Oh, das war aber gerade so geschafft. Ich glaube, ich bin ein bisschen zu früh gesprungen diesmal. Aber ich bin da. Danke, Mika. Auf dich ist eben Verlass. Ja, gerne geschehen. So, jetzt habe ich hier Fliegen und Sam noch. Ich würde sagen, dann mache ich mich erstmal um Ostwind kümmern. Muss sein, der Balken ist nicht mehr voll. Ich glaube, Ostwind ist nicht ganz zufrieden. Also, auf geht's. Also, es gibt nichts Spezielles, was ich machen soll. Dann spiele ich mit ihm. Mit den Pfeiltasten kannst du auf der Karte herumlaufen. Ja, das hatte ich schon. Mit der linken Maustaste. Je mehr du mit Ostwind herum. Also. Ich musste nämlich mal mein Aufnahmesetting ein bisschen ändern. Hierher, Ostwind. Weil das andere Aufnahmeprogramm solche Probleme gemacht hat und ich wollte das nicht mit OBS aufnehmen. Ostwind, wo bist du? Ostwind ist weg. Hallo? Na komm schon, Ostwind. Hierher, Ostwind. Mein Ostwind ist weg. Nein, Ostwind, da ist ein Stein. Du musst um den Stein drumherum laufen. Ostwind hängt im Stein fest. Lauf! Hierher, Ostwind. Ja, geh doch mal. Guck mal. Na komm schon, Ostwind. Vielleicht dreht er sich dann um. Oh nein. Hierher, Ostwind. Ah, jetzt kriegt er... Oh, Ostwind hängt im Stein fest. Mensch. Genau, jetzt rennen noch die anderen Markierungen ab, du Schatz. Schön, also wirklich. Ich habe einen Bug gefunden. So, Ostwind, komm, wir machen noch ein Kunststück zusammen. Auf geht's. Ja, schön. Das kann ich doch ausblenden. Na komm. Buckelst du?
Wie schön, oder? Sehr schön. Ich glaube... Na los, ihr zwei. Wir können euch ins neue Abenteuer. Ich wollte gerade sagen, wir gehen fliegen. Ich habe euch ein paar deiner Lieblingsabschnitte markiert. Reite sie ab, so schnell du kannst. Geh fliegen, Mika. Okay. Also, auf geht's. Oh, da ist mein Schatten schon. Hey, mein Schatten ist ja so schnell. Was ist mit dem denn los? Ich muss die Strecke doch erstmal kennenlernen. Da muss ich rüber. Ah, hier sieht's aus nach einer etwas engeren Kurve. Hey, du Schatten! Wow! Werd mal nicht unverschämt. Mich zu überholen. Ich glaube, ich spinne. Und ja, das ist gut. Ja, aber ich habe nur 4 Sekunden Vorsprung. Also, aber ich will hier in der Kurve nicht fliegen. Hier geht's vielleicht wieder. Ja, das sieht doch gut aus. 5 Sekunden Vorsprung. Und flieg, Ostwind. Flieg. Oh, oh, huch, da muss ich gar nicht lang. Naja, da komme ich doch an. Großartig. Ihr seid wirklich geflogen. Ihr könnt die Strecke jederzeit wiederholen und eure Zeit weiter verbessern. Okay, vielen Dank. So, jetzt habe ich einen versteckten Weg. Mit Sam kann ich noch reden und ich muss mich aber erst um Ostwind kümmern. Mal wieder. Die Hufe müssen dringend ausgekratzt werden. Streiche mit gedrückter linker Maustaste über den Huf. Das weiß ich schon, danke. Aber nicht den Pfauen, um den Huf zu wechseln. Ja, das habe ich ja schon gelernt. Also auf geht's ans Hufe auskratzen. Mal wieder. Aber das macht man auch eigentlich ja vorm Reiten, ne? Und dann hinterher auch, weil das würde ja schon wehtun, wenn was im Huf drinne hängt. Also, das wäre, glaube ich, nicht so toll. Ich möchte gerne mal wissen, Ostwind hat hier Hufeisen an. Hat er das im Film eigentlich auch? Weil wer hat ihn beschlagen? Er hat sich ja immer nicht anfassen lassen von irgendjemandem, ne? Ha. Da muss jemand mutig gewesen sein, das zu machen. Und der letzte Hufi. Auf geht's. So. Deine Hufe sind wieder tipptopp, Ostwind. Ja! Na los, ihr zwei. Stürzt euch in neue Abenteuer. Mach ich. Wie ist es bei euch zu Hause? Hast du Tiere, um die sich sehr extrem gekümmert werden muss? Also die auch so gebürstet werden müssen? Und wo man dann die Nägel vielleicht schneiden muss? Bei Kaninchen hat man das oft und so. Oder sind deine Tiere pflegeleicht, so wie Katzen und sozusagen selbstreinigend? Kannst du mir mal in die Kommentare schreiben, ob du deine Tiere auch baden und kämmen und so musst oder eher nicht. Hi Sam. Erinnerst du dich noch daran, wie du mit Ostwind für die Kaltenbach Classics trainiert hast? Ja. Na klar, das war ganz schön ätzend. Zum Glück hat dein Großvater das Training extra auf uns zugeschnitten. Ja, er hat halt damals schon gespürt, dass ihr beide so gar nichts mit Turnierreiten am Hut habt. Stimmt. Aber wir haben es ja trotzdem gut hingekriegt. Ich glaube, ich werde mit Ostwind mal wieder ein bisschen springen üben. Mein Großvater hat bestimmt noch die alten Übungshindernisse rumliegen. Perfekt. Dann bis später. Ah, Sprungtraining kann ich jetzt machen. Wie cool ist das denn? Ich habe die Trainingssprünge von damals wieder auf Vordermann gebracht und sie im Gelände verteilt. Versuch dich mal daran. Mache ich. Aber ich erinnere mich, das war ja im ersten Teil von Ostwind in den Filmen und da waren die Hindernisse sehr eng hintereinander. Das wird sicherlich jetzt nicht so einfach, befürchte ich mal. Ah, ich bin aber im Gelände. Das kann nur gut gehen. Auf geht's. Oh je. Weiter so, Ostwind. Oh, oh. Siehst du, da geht's schon los. Ich habe die Kurve verpasst. Na hoppla. Ach,
du guter Gott, warum muss ich denn hier Slalom reiten? Wow! Oh je! Gar nicht so leicht. Ostwind hat noch einen sehr weiten Wendekreis. Wie die Anfängerpferde. Ganz am Anfang bei Star Stable. So, Achtung. Geschafft. Der Hammer. Du und Ostwind seid wirklich ein gutes Team. Kein bisschen eingerostet. Ja, wenn ich die Hindernisse sehe und in die richtige Richtung reite, mag das funktionieren. Gut, jetzt kann ich den versteckten Weg ausprobieren. Na, mal gucken. Ich habe euch ein kleines Labyrinth gebaut. Versucht, in die Mitte des markierten Gebiets zu reiten. Ich habe dort etwas versteckt. Na, dann mal los. Okay, da ist die Mitte des Labyrinths da bei der Karte. Ich sehe es. Jetzt muss ich nur den Weg finden. Na, da ist er ja schon mal nicht. Na, aber hier geht's nicht durch. Ja, da muss ich andersrum versuchen ranzukommen. Da geht's auch nicht durch. Nein. Komm, Ostwind, wir müssen nochmal umdrehen. Das hat er ja gemein gemacht. Da geht's auch nicht rein. Da lang vielleicht. Sieht gut aus. Und jetzt hier. Da vorne ist schon. Ich hab's gesehen. Ich hab's gesehen. Hier ist es schon. Sehr gut gemacht. Das war wohl kein Problem für euch. Naja, ein paar Mal falsch geritten, aber ist nicht so schlimm. Oh, cool. Ostwind hat schon Level 3 erreicht. Dann setze ich jetzt Punkte in Beweglichkeit. Okay, jetzt kann ich mit Tinker reden oder das zweite Sprungtraining machen. Ich glaube, das Sprungtraining mache ich in dieser Folge jetzt noch. Dieses Mal habe ich es ein bisschen schwerer für euch gemacht. Mehr Hindernisse und kürzere Abstände. Noch schwieriger. Gut. Auf geht's. Ich muss immer mich erst orientieren. Ich traue mich sonst nicht so recht, mehr Gas zu geben, ne? Weil man möchte ja dann auch nicht nach Möglichkeit nicht irgendwo in die Pampa rennen oder Kurven verpassen, ne? Du kennst meine Problematik, ja? Deswegen muss das alles ein bisschen langsamer gehen. Obwohl, was heißt langsam? Galopp ist ja trotzdem schnell. Und so. Gut gemacht. Ja. Du und Ostwind werdet immer mehr zu einer Einheit. Ich bin stolz auf euch. Dankeschön. Ja, und jetzt muss ich mich dann gleich auch um Ostwind noch kümmern. Und Sam hat auch noch was für mich, allerdings erst in der nächsten Folge. Ich danke dir jetzt sehr fürs Zuschauen. Ich freue mich, dass du dabei gewesen bist. Würde mich freuen, wenn du auch beim nächsten Mal wieder reinschaust. Bis dahin, alles Liebe dir. Ciao, deine Damakas.